Ich habe das Buch gefunden. Getragen von den Gezeiten haben Cromagnins Visionen der Zukunft mir die Augen geöffnet. Kein Preis ist hoch genug, den Glauben daran wieder aufzugeben. Viel zu stark hat es mich bewegt. Der Hinweis ist, was geteilt, wird wieder vereint, wenn auch nur kurz massiv voneinander getrennt. Massiv voneinander getrennt, wie auch immer du es betonen willst. Ja, er schreibt genau dasselbe. So, also ich bin letztes Mal woanders hingerannt. Das ist das vierte Buch. Ihr seht ja dann, wo ich dann stehe. Das, was, wo ich hingerannt bin, ist einfach das vierte Buch. War also ein Buch zu früh, hab mich total verschätzt. Was geteilt, wird wieder vereint, wenn auch nur kurz massiv voneinander getrennt, irgendwie so. Und es ist, ja, ich zeig's euch kurz. Ihr seht's ja dann gleich auf der Karte. Und zum Glück können wir hier runterspringen, denn, ach scheiße, wir sind zu unfähig zum Springen. Schade, ich wollte es eigentlich ewig weit runterspringen. Ja, okay. Und weiterspringen, weiterspringen. Und hepp. Und da ist ein toter Gardist namens Pacho. Oh, ist schon verschwunden, wurde schon beerdigt und so. Und da ist Diego, steht da rum und bewacht das Südtor, weil da böse Gardisten sind, die uns töten wollen, aber die eigentlich gar nicht mehr da sind. 22:01 Uhr. Schon ziemlich spät. Vielleicht könnt ihr euch ja auch jetzt schon denken, wo ich hin muss. Oder gerade hinlauf. Danke, das war jetzt ein derber Bug. Wenn ich den Seitlichschritt nicht kennen würde, wäre ich jetzt gestorben ohne Grund. Das wäre auch sehr nett gewesen. Vielleicht war es auch die Strafe dafür, dass ich mich dauernd hüpfend fortbewege. Ja, genau diese Insel. Schaut mal kurz auf der Karte. Diese Insel direkt vor meiner Nase, das ist der Ort des dritten Cromagnin-Buchs. Und zuerst habe ich dort links gesucht. Da sind übrigens noch zwei Mobs. Der Witz ist... Der Witz ist, was das für Mobs sind. Wenn es immer noch... Moment. Ich weiß nicht, ob die erst seit diesem Kapitel hier sind oder ob ich die einfach nie getötet habe, aber... Hier. Es sind einfach junge Scavenger. Ich meine, die konnten mir im ersten Kapitel schon kaum was anhaben. Jetzt stehen sie sogar jetzt hier rum. Krass. Aber egal. Ich habe auf jeden Fall erst auf der Seite geguckt und habe mich gewundert, hä, wo ist es denn? Es ist vielleicht doch nicht hier und habe dann gemerkt, hey, Moment, da geht's ja noch weiter. Und, upsala, blub. Und dann bin ich hier weiter. Und weiter. Und weiter. Und hey, was liegt denn da? Oder ihr fliegt, schwebt ja in der Luft irgendwie aus irgendeinem Grund. Ein altes Buch. Das kann nur das dritte Cromagnin-Buch sein. Ich habe das Buch gefunden. Oh, ihr Götter der alten Zeiten. Kann es sein, dass ein Mensch wie ich, der nur einfach gestrickt und unwürdig solch großes Vermächtnis erlangen darf? Die Angst ist groß, alles zu verlieren durch ein kleines Wort des Schwankens. Der kluge Fischer versucht sein Glück auch mal auf der anderen Seite des Sees. Ja, Moment. Ach ja. Okay, wie mache ich das jetzt? Gehe ich zuerst mir das Ulumulu holen? Ja, ich glaube, ich hole schnell das Ulumulu und dann... Aber ich zeig's euch mal kurz. Ihr wisst ja, wo das neue Lager liegt. Und wenn man aus dem neuen Lager rauskommt, ist da ja so ein See mit einer Fischhütte und so und jede Menge Mobs, Blutfliegen, Warane und... Keine Ahnung, was noch, glaub, irgendwas, wenn da überhaupt noch was ist. Und gegenüber von dem See liegt das nächste Buch, da gehe ich aber demnächst auch hin. Aber jetzt gehen wir erstmal schnell zur alten... Es ist so laut, ey. Oh Mann, jetzt gehen wir erstmal schnell zur freien Mine und holen uns das Ulumulu. Man darf ja auch nicht alles glauben, was... Wenn du meinst... Ach, ich Idiot, nein, wir holen uns das Ulumulu doch noch nicht. Wir holen uns jetzt doch kurz das Cromagnin-Buch. Wir können uns das Ulumulu gar nicht holen, wenn wir den Troll noch nicht getötet haben. Also holen wir uns das Cromagnin-Buch, reden noch kurz mit Scorpio und klauen ihm alle seine Bolzen. Und töten dann den Troll. Ich hoffe, ich habe mir die Spruch alle geholt, aber ich glaube schon, ja. Irgendwo hier unten muss es sein. Monster schrumpfen, hier. Okay. Ja, gut. Dann können wir doch zuerst das Cromagnin-Buch holen. Hätte ich euch gar nicht erzählen müssen, wo es liegt, weil ich jetzt eh hinsprinte. Na toll. Ups, wenn man das Sprint nennen kann, wenn ich down fail. Ja.
Jetzt holen wir uns das Buch, gehen zu Scorpio, gehen zu dem Troll. Und dann können wir entweder... Dann holen wir uns erst das Olomulu. Teleportieren wir uns einfach nochmal zurück zu Saturas. Hey, Kleiner. Hallöchen. Oh, habe ich dich geweckt? Und ein Pilz. Auch immer gut. Da drüben sind noch die komischen Krautstampfer, bei denen ich schon mal war, aber der sagt immer noch das gleiche. Hey, was willst du denn hier? Und dann will er mich angreifen. Schwimmen. So, das hier ist gemeint mit der kluge Fischer. Versucht sein Glück auch auf der anderen Seite des Sees. Das hier ist die andere Seite des Sees und das ist der einzige Fischer, in Anführungsstrichen, der hier existiert. Und eigentlich auch der einzige See, weil der Rest sind alles nur Flüsse, seht ihr? Nein, seht ihr nicht, jetzt seht ihr es. Flüsse und Sumpf und so. Na gut, es gibt vielleicht doch ein, zwei Seen, aber es würde keinen Sinn ergeben, da gibt es keine Fischer. Da drüben brennt Licht, wer ist das nur? Chromanin 4. Ich habe das Buch gefunden. Ich wage nicht zu hoffen, eines Tages Chromanin selbst zu erleben. Vorbei sind die Tage der Verschwendung und des Klangens. Wahrscheinlich eher Klagens. So leicht wird es sein, die völlige Vollendung zu erreichen. Ich bin nicht mehr weit davon entfernt. Vergessen sind die Taten jener, die sich einst an Bord befanden. Ich frage mich lang... Ich habe das dritte Buch gefunden. Ich glaube, so lange verstehe ich, wie das abläuft. Die Nummer 4. Ich frage mich langsam, warum ich mich von diesem Typen an der Nase rumführen lasse. Vergessen Sie die Taten jener, die sich einst an Bord befanden. Ja, da spricht ein zweifellos ein Schiffswrack an. Und hier steht ja was über ein Schiffswrack. Gab es da nicht dieses Schiffswrack, bei dem es vor Varan nur so wimmelte, in Bezug auf diese Feuerwaran? Und genau da muss ich wieder hin, genau da, wo ich gerade herkam. Brauche ich euch jetzt ja nicht zeigen. Jetzt gehen wir auf jeden Fall wieder... Nicht zu schrumpfen. Ah doch, natürlich. Wir gehen jetzt erstmal den Troll schrumpfen. Ach, ich bin so blöd zum Springen, echt. Schwimmen, 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 schwimmen. Der schwimmt so laut. Man hört mich kaum. Befürchte ich zumindest. Ja. Also erstmal schnell zu Scorpio.